der Darm als Grenzfläche von Umweltbelastung. Ich glaube, einige von Ihnen kennen das Labor Biovis und eine große Besonderheit ist die molekulare Darmdiagnostik. Also die molekulare Darmdiagnostik ist eine besondere Spezialität des Labor Biovis. Guten Abend, muss ich fast schon sagen. Letzter Referent heute. Ich hoffe, der Vortrag kommt gleich. Wir müssen hinten den Laptop umstecken. Ich bin Mikrobiologe. Sie haben heute total viele Dinge gehört im Bereich Umweltmedizin aus Sicht der klinischen Toxikologie, aus der Sicht der Umwelttoxikologie, aus der Sicht des niedergelassenen Arztes, das hatten wir eben. Und jetzt heute Abend noch zum Schluss aus Sicht des Mikrobiologen. Sie werden einige Dinge hören, die Sie noch nie gehört haben. Ich auch nicht, kann ich Ihnen sagen. Ich habe für diesen Vortrag heute Abend extrem viele neue Dinge auch erarbeitet. Und ich war überrascht, wie viel es eigentlich in diesem Bereich gibt. Das ist wirklich spannend. Ich habe erst überlegt, bei dem Titel, Heiko, was sagst du dann? Aber das ist total spannend und das hat mir auch selber viel gebracht. Und ich hoffe, ich kann Sie als letzten Referenten heute Abend noch ein Stück mitnehmen auf der Reise durch den Darm. Ich sage es immer am Anfang, ich bin Mikrobiologe. Mikrobiologen machen konkrete Dinge. Und Sie werden an ein, zwei Stellen im Vortrag wird es ziemlich konkret werden. Aber vergessen Sie das, wenn Sie zum Abendessen gehen nachher, dann sind die Bilder hoffentlich weg aus Ihrem Kopf. Und dann sehen wir weiter. Okay. Biovis ist mit das größte komplementärmedizinische Labor in Deutschland. Wir haben draußen Stand und Sie können mich heute Abend oder morgen meinen Kollegen gerne ansprechen, kann ich Ihnen auch noch Dinge erklären. Ich habe gesagt, es wird konkret heute Abend, es geht also um die Wurst und ich, am Ende wird es auch nochmal konkret, aber zwischendurch wird es theoretisch, keine Sorge, als Mikrobiologe. Warum zeige ich das Bild? Das erste ist, Mikrobiologie oder Stuhldiagnostik besteht aus nativem Material. Wir brauchen natives Material. Wir können nicht behandeltes Material brauchen. Aber ich sage es Ihnen auch schon mal vorab, weil Sie Praktiker sind, ein Labor arbeitet im Milligramm- und Grammbereich und nicht im Kilogrammbereich. Selbst wenn Sie in Ihre Patienten mehr haben, als uns vielleicht lieb ist, schicken Sie nur die Mengen ein. Das sind konkrete Proben aus dem Labor. Das ist nicht gestellt, das Bild. So kramen die Dinge bei uns an. Plastikbecher mit kompletten Würstchen drinnen. Das ist tägliche Mikrobiologie. Und dann gehen wir weiter. Wenn das Kind oder in dem Fall die Wurst in den Brunnen gefallen ist, dann lassen Sie es bleiben. In der Regel haben ja Ihre Patienten mehr als einmal im Leben Stuhlgang. Bitte bis zum nächsten Mal warten, weil wir wollen ja gar nicht wissen, was in der Toilette passiert oder welche Chemikalien Sie verwenden, sondern wirklich Diagnostik machen aus nativem Material, sonst können wir damit nicht arbeiten. Okay, ich habe Ihnen erzählt, ich bin Mikrobiologe. Mein Bruder hat damals gefragt, Heiko, warum studierst du Biologie? Dann habe ich gesagt, ich will ins Labor, mich interessiert das. Und die Biologie ist die Wissenschaft, die sich in den letzten 30 Jahren mit am meisten verändert hat. Es gab das humane Genomprojekt, das haben wir heute schon mal gehört, das humane Proteomprojekt. Und da dachte man, wenn man alle Proteine kennt, weiß man alles über den Menschen. Wir werden 25 Jahre älter und die Amerikaner haben 2007, 2008 angefangen, das humane Mikrobiomprojekt zu machen, wirklich zu untersuchen. Was macht das Mikrobiom? Welche Rolle spielt das? Und spielt die Gesamtheit der Bakterien in unserem Darm eine Rolle für Gesundheit und Erkrankung des Menschen? Ist das mehr als Salmonellen, Campylobacter und das einfach nur die Verwertung von Nährstoffen? Die Amerikaner damals, wenig Fantasie, haben gedacht, okay, wir nehmen die Dinge, die relativ nah am Darm dran sind, der Bereich entzündliche Darmerkrankung, Krebs, Adipositas, das waren die ersten Fragestellen, mit denen man gearbeitet hat. Wir wissen heute, dass wir etwa bei allen Menschen auf diesem Planeten 10.000 verschiedene Bakterienarten gefunden haben. Wissen Sie, wie viele verschiedene Bakterienarten Sie in Ihrem Darm haben, jetzt im Moment konkret hier sitzen? Was ist eine von Ihnen? Wie viele Arten haben Sie? 500, wenn Sie gut dabei sind. Ich zeige es Ihnen nachher. Wir haben 3% unseres Körpergewichts sind Bakterien und wir haben in uns etwa 3,8 Millionen Bakteriengene. Wir haben heute die Zahl schon mal gehört, im Vergleich zu nur 22.000 humanen Genen. Aber denken Sie mal dran, das Mikrobiom muss alles, was kommt, verdauen können, ob das Fisch ist, ob das Gemüse ist, ob das Brötchen sind, wie auch immer, egal wo sie leben, und muss die Dinge abbauen. Und das Mikrobiom hat auch die Aufgabe, Dinge aufzubauen. Nicht nur Abbau, es sind zwei Richtungen.